Hallihallo und herzlich willkommen zu unserem Montagsnachmittagsstream. Was? Meine Schulter? Das hier ist meine Schulter. Ja, die gehört dahin. Was ist denn da? Ja, meine Augen sind nicht mehr so gut. Außerdem jetzt hoffen wir eigentlich. Ja, guck. Ja. Siehst du es? Kommt doch. Ist doch alles da. Ja, wir sind auf Big Farm Story. Oder in Big Farm Story. Und ja, wir müssen noch viel mehr Dinge tun. Wir müssen ja gucken, dass wir das Alpaka irgendwie auf unseren... Dass wir überall... Ja, Felsen, Kieselsteine entfernen. Müssen wir noch. Damit das Alpaka... Damit das Alpaka uns in die Stadt... In die City... Auch in die City bringt. Ja. Ja. Erweitere... Alpakas halten. Genau. Also was müssen wir denn? Also Alpakas halten. Wir müssen unseren Stall erweitern, dass wir Alpakas benutzen ja, dürfen. Ja, und die Kieselsteine. Und wir müssen noch vier Kieselsteine finden. Und ja, und dann schauen Weiter. Wir mal. Ja, ist ja gut. Achso, Weizen! Ach, der ist jetzt draußen fertig. Lokaler Korb. Starten. Fortfahren. Ja. Ich bin da. Okay, okay. Na, beweg deinen Hintern. So. Na. Pring. Wir haben Post. Weißt du, dass man Kroppen auch Rotzkopf nimmt? Viel passender. Fang mal welche und schau sie dir an. Dann mal Tau. Denn mal Tau. Okay. Eine Kroppe. Was haben wir denn? Ich glaube, die ist Fluss. Oder so. Oder Teich. Ah, oder? Nee, vielleicht oben im Gebirge. Stimmt. Da haben wir noch gar nicht geangelt, ne? Nee, weil wir nicht durften oder nicht konnten. Ach, oder uns fehlt die Lizenz, ne? Das haben wir die mittlerweile? So, Also, genau. Tada! Die Kuh ist Level 4. Emma. Emma. Hurra! Hurra! Hurra. Die Emma ist schon da. Dann die Milch. Dann können wir ja nochmal gucken. Ich glaube, wir brauchen Schindel oder so. Für den. Ja. So irgendwie. Und Geld. Aber du kannst ja hier, wenn wir sowieso gerade da sind, nochmal gucken. Also das geht nur von außen. Na? Sicher? Ja. Weil eben ist das nämlich aufgeplöppt. Ja, nachdem man dann. Und dann ist er nach außen gerannt. Stallgröße. Wir haben 3. Wir haben 3. So, dann brauchen wir. Ja, du musst einfach nur neben auf die Kühe halten. So, ja, ist ja gut. Wollte ich ja. Ja, Schindel. Und Schindeln haben wir genug. Aber wir brauchen noch Pflanzenfasern. Stimmt, die haben wir ja alle irgendwie verschenkt oder so. Ja, die haben wir schon nochmal. Ja, und dann kommt Klee raus. Sei doch froh. Orangen sind 20 Orangen. Wow. Äpfel sind auch da. 8. Da könnte sich der Baum schon ein bisschen mehr Mühe geben. Ja, vielleicht braucht er noch ein bisschen, bis er ausgewachsen ist, dann gibt's mehr oder so. Kürbis ist fertig. Das ist fertig. Die Tomate ist noch nicht so weit. Machen wir doch nochmal Kürbis. Einfach genial. Ja, sozusagen. Da, nochmal. Nochmal. Was machen wir hier? Keine Ahnung. Ah, wir haben da, guck mal, Fenchel. Du musst nur einpflanzen, ich segne alles. Ja, genau. Dann haben wir hier mal Erdbeeren. Kartoffel. Was sind das Hinterste? Wildblumen.
war nach den Wildblumen noch was. Okay, dann warte, ich guck nach. Das da. Ja, was ist das? Bärlauch. Ja, dann mach. Wie viel haben wir denn davon noch? Weiß ich nicht, haben wir irgendwann mal viel gekauft oder sowas. Also alles Löwenzahn, oder? Ja. Oh, Mann, Entschuldigung. Da. Ah, warte mal. Ja, dieser sollten wir vielleicht auch noch füttern. Nur vielleicht, kannst du hier rausholen. Ja, ne? So. Dann gucken wir doch mal, ob wir die Lizenz haben. Außerdem müssen wir ja hier noch Kieselsteine einsammeln. Noch 2 Kieselsteine. Noch ein Kieselstein. Diesmal kriegst du mich nicht. Ja. Yeah. Abgehängt. Warte mal. Darf ich mal was gucken? Haben wir... Ich will gucken, ob wir von dem Fisch schon noch mal was hatten. Nee, offensichtlich nicht. Ja, dann sind die wahrscheinlich aus dem Gebirge. Ja, jetzt geht doch mal über die Brücke. Klickt man überall hin, nichts passiert. Wir müssen das beim Bürgermeister kaufen, oder? Was denn? Die Lizenz. Nein. Ah nee, beim... Quatsch. Sicher? Ja, das ist doch ja, beim Angelladen. Also, gut. Wo bin ich? Da. Ah, oder haben wir die nicht mit allerletzter... Ja, ich glaube. ...zusammengekratzt? Wer will die haben? Jetzt guck ich mal. Ja. Sieht so aus. Sonst wäre die nämlich hier oben mit drin. Okay. Heißt, ja dann, auf ins Gebirge. Es fehlt uns immer noch ein Kiesel, ne? Ja. Ah, sind die aber nicht auch auf dem anderen Hof noch? Zählen ja, die nicht auch? Noch. Ja, ja, ja. Können wir hier noch gucken? Bin mir nicht sicher. Ist aber nichts Grünes da, ne? Nee. Vielleicht sollten wir deswegen... Die zwei mal rausschmeißen hier. Ja. Weil die können wir ja eh nicht benutzen. Dann hoffen wir mal, dass am nächsten Tag das vielleicht ein bisschen besser ist. Ich habe jetzt langsam begriffen, dass es hier Unwetter geben soll. Mein Gott. Also ein bisschen Gewitter halt. Ja, 5-mal mir das anzuzeigen. Also. Ah ja. Ja auch. So. Rede mit Opa. Dann. Come on. Also, ja, klar, wir brauchen ja Fasern. Ich weiß nicht, wo wir die hernehmen sollen. Cool, da war eine Faser drin. Sollen wir dann mal auf unseren Hof gehen? Weil da steht der Opa. Ja. Wenn er nicht dafür ist, in die Berge. Ja, wahrscheinlich. Hey, da ist er. So. Hey da, Sascha. Tage des Fluffs. Über Leo. Oh, wow, das sind ja eine Menge. Jede Menge Kieselsteine. Du warst echt fleißig, Sascha. Dann, dann, dann. Oh, er kuschelt sich.
Na, zieht sich das eine an. Da hast du jemanden aber glücklich gemacht. Vielleicht kannst du ja auch weiterhin regelmäßig alle Kieselsteine aufsammeln, die dir auffallen. Und du kannst natürlich gleich mal mit ihm den Ausflug ins Städtchen ausprobieren. Es macht tatsächlich super Spaß, auf Leo zu reiten. Ja, ich denke schon. Er sieht dich begeistert an und springt aufgeregt hin und her. Ja. Ich genieße diesen Schnellspurz mit ihm ebenfalls. Dann mal noch viel Spaß, ihr zwei. Ich muss mich mal wieder an die Arbeit machen. Unsere... Also hier rum... Boah. Bautoken? Ja, umschlägt. Aua, Entschuldigung. Tang! Ja, der hat gerade harte Arbeit. Ja. So, sollen wir mal gucken? Ab ins Gebirge. Dann angeln wir da mal. Fisch da unten ist Fisch. Ja. Das war ja... Das ist erfolgreich. Ja, ich habe einen Fisch geangelt. Sieht aber aus, als hätten wir hier schon mal was geangelt. Also es würde ja, wenn es frische Fische wären, ja, mir sagen, dass es irgendwie, dass wir die noch nicht kennen. Aber wo sollen die denn sonst rum? Aber es kann ja durchaus sein, dass wir den hier tatsächlich noch nicht geangelt haben. Dann streng dich mal an. Ja, jetzt, hallo? Hoppe. Kroppe, oder? Ja. Keine Gruppe. Ja, okay, bin ich da. Kümmere mich nur um die Fische, okay? Kommt davon. Ja. Das ist auch keine Gruppe. Ob man nachgucken kann in der Quest? Achso, wo die sind. Ja, normalerweise. Warte. Da muss doch irgendwo was stehen, oder? Folgen? Gehst du denn mal Gruppen raten? In der Gruppe. Ja, in den Reusen. Man kann sie auf einem der folgenden Wege bekommen. Wähle, wie du sie finden möchtest. Herstellen in Fischhäusen oder Berge. Okay, dann gucken wir jetzt einfach mal. Bin schon am richtigen Ort. Aber wenn die über Reusen gehen, dann müssen wir ja vorne. Weil vorne sind ja die Reusen. Oh Gott. Weil hier liegen doch die Reusen. Die muss man erst reparieren. Ja, dann. Ja, aber du hast doch jetzt gesagt, dass du... Was denn? Die kommen dann da raus. Ja, dann mach doch auch. Ja, mache ich auch. Dafür haben wir nicht genug Fasern. Ja, weil wir die jetzt dafür verwendet haben, die Fasern, die wir schon gesammelt haben. Macht ja alles keinen Sinn mehr. Ja, hast ja recht. Ist alles ja. Doch nur noch Sand. Keine Fasern mehr. Jetzt schon wieder dunkel. Ja.
Hier gibt's keine Fasern. Hier gibt's nirgendwo. Nix gibt's hier. Eben war hier doch was, oder? Sind so irgendwie Glitzerdinger, die hier. Ist aber. Dachte ich, hätte ein Ausrufezeichen. Ach so, das. Ja. Aber es war nicht der Fall. Was ist denn? Ja, ich weiß nicht, was er eben machen wollte. Wahrscheinlich war der Mauszeiger nicht am richtigen Ort. Eigentlich hätten wir auch mit ihm. Ah, das ist jetzt das Folgen, wo es hingeht. Ja, aber du hast doch gesagt, dass du angeln kannst. Ich. Ja, das ist, nein, was du finden, was er, du wählst aus, was du haben möchtest, ob du den Platz finden möchtest oder die Art und Weise, wie. Ich bin mal gespannt. So, dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwelche, aber das kann ich schon bestimmt wieder ausmachen, das Folgen. Folgen beenden. Okay, so. Haben wir es jetzt? Ja, Entschuldigung, wenn hier komische Meldungen kommen, dann werde ich die vielleicht erstmal lesen wollen, oder? Was bist du denn so ungeduldig? Ich will halt auch Alpakas haben. Ja, da. Ja, aber dafür brauchen wir halt die Fasern und die gibt's und halt. Jetzt verschwinden. Ja, ich weiß. Aber deswegen kriegt er halt keine Gruppe. Ja, die ist doch jetzt in der Mache, oder nicht? Ja. Also, es ist eh zu spät. Ja, es wäre alles zu spät. Oh, ist ja auch schon spät am Abend. Deswegen wird geschlafen. So. Ja. Ah, guck mal. Ich glaube, du musst Wasser auffüllen. Und passiert. Damit ich hier auch was tun kann. Weil ich kann nämlich nicht selber zum Brunnen gehen. Ja, du kannst zwar zum Brunnen gehen, aber es bringt dir halt nichts, ne? Ja, ich weiß, dass der Weizen noch einen Tag braucht, bis er fertig ist. Oh mein Gott, ey. Nirgendwo Fasern. Schauen wir doch einfach noch ein bisschen rum hier, ob es hier doch noch Fasern gibt. Aha! Und du hast einen Wurm ausgebuddelt. Unglaublich. Ach, hier sind auch Häusen. Habe ich komplett vergessen. Ja, okay. Aber das müssen die Reusen im Berg sein, wo wir die finden. Also. Ja, also hätte uns das. Hier nichts gebracht. Schon. Wow. Oh.
Noch ein Wurm. Ah, dann gucken wir mal im Städtchen vorbei. Na, komm. So, was gibt's denn hier? Weiterhin keine... Weg damit. Ja. Sag mal hier. Sag mal hier. Das ist dieselbe. Das ist... Robert. Da, ja, die können wir mal liefern. Bringt zwar nichts, vielleicht kommt ja... Warte mal, vielleicht schmeißen wir mal alle raus. Und dann gucken wir mal. Gucken wir mal am Strand, ob da noch irgendwelche Fasern rumliegen. Irgendwie. Wenn man so Sachen sucht, ne, dann. Ja. Gut, wir könnten natürlich auch noch im. Nicht nur im Wald, sondern auf der Insel gucken, auf der Maulwurfsinsel, oder wie die heißt. Hier hinten ist natürlich auch nichts. Ein Platz. Steine. Ach ja. Mal vielleicht. Oh. Was? Ich dachte, hier wäre ein. Irgendwo bist doch hier. Ah, hier. Machen wir schnell zur Farm. Gucken wir noch bei den Shepherds vorbei. Noch eine Faser, yay. Hm, achso, warst du noch nicht fertig? Nein. Entschuldigung. Schon okay. Ich schon sehen, was ich davon habe, ne? Mhm. Nein, dann suchen wir mal, ob hier noch Fasern rumliegen. Wohl nicht. Dann gehen wir doch mal auf die Insel. Sind nur Steine. Ja, Federn. Und ein Kleeblatt. Nur ein Kleeblatt. Ach ja,
Sammel, sammel, sammel. Ja, jetzt haben wir schon 8. Und wie viel brauchen wir eigentlich 25. für diese Erweiterung? 25 oder so. Wie soll man denn... 3 Tage machen, so auf die Art. Wenn wir immer 8 sammeln, können auch tatsächlich oben nochmal zum... Da ist noch eine Truhe gewesen. Da ist eine Truhe nochmal zurück. Eben war sie doch noch da. Die war doch noch eben da. Das ist, die muss ja aber dann hier hinten sein irgendwie. Da steht die Truhe. Picknickkörbe. Picknick. So, dann gehen wir nochmal ins Gebirge. Dann gucken wir mal, was, ob wir was geangelt haben in der Reuse oder nicht. Ja, da. Das sind ja auch noch Sachen, die man. So, dann gucken wir doch mal. Wird dann wieder einen Wurm reinlegen, damit. Hier sind noch Chilis fertig. Was haben wir denn noch? Ah, wir haben Salat, haben wir noch Kohl. Dann gibt es halt noch Kohlsalat. Wo ist der Brunnen hier? Wer ist das da hinten? Ach, den muss ich auch erst bauen. Hartholzscheite. Okay. Ja, die sind hier noch irgendwo. Ja, ich glaube, wir müssen hier halt Hartholz hacken. Hartholz sind welche im Wald. Lehm oder sowas. Ja, ist ja gut. Entschuldigung, du brauchst nicht, mich nicht so von der Seite angucken. Anscheinend schon. Als hätte ich da irgendwie meine Grenzen überschritten. Da ist... Ach so. Wir können noch kein Hartholz, weil ich erst noch die Super-Axt ja, brauche. Ja, aber warum haben wir denn schon Hartholz? Wahrscheinlich war das mal in der Kiste drin oder wir haben es für irgendwas Belohnung bekommen oder und so. Und von wem kriegen wir das? Wahrscheinlich von Dingensbums. So, warum? Das steht ja mich ja, auch. Ich weiß auch nicht, warum ja, du immer solche Umwege laufen ja, musst. Ja, weiß ich auch nicht. Du immer noch Kilometer laufen. Tut mir ja leid. Du machst gerade. Du lässt dich nur noch teleportieren, ne? Das tue ich auch zwischendurch, man weiß, was ich kann. Ja, ich glaube, wir müssen zu. Was ist das? Der. Josef oder sowas?
Ja, zu Clint. Er soll unsere Sachen verbessern. Aber wahrscheinlich muss man dann wieder... Ja, ich glaube... Jacob ist der mit den Dings. Mann, wie hieß denn der andere? Nicht Josef. Nicht Josef, das mag wohl sein. Füttern. Füttern. Ah, die Kuh. Ah, ansonsten geht's dir noch gut, Mann. Was denn? Ich war noch am Feld. Oh Gott, wir brauchen Futter. Was? Wir brauchen Futter. Will doch nicht. Ja, ich weiß. Die können auch das Gras fressen, was da wächst. Nee, die brauchen zusätzlich Futter. Weißt du doch. Großtierfutter. Ah. Hast du wohl nicht. Brauchen wieder Karotten. Müssen wir Karotten anbauen. Oh. Müssen wir uns jetzt irgendwie... Dings kaufen. Ist mir doch jetzt gerade Schnuppe. Ja, dass dir das Schnuppe ist, ich bin Eichhörnchen. Ja, jetzt wieder daraus hin rausreden und so. Manchmal läuft er dann irgendwo hin. Wenigstens regnet's. Oh, das muss jetzt erstmal reichen. Dann haben wir noch ein paar übrig. So, dann gucken wir doch mal. Dann gehen wir doch zum Carpenterhof. Dann fragen wir mal nach, was er braucht für die bessere. Hier. Ich will die Sachen kaufen. Hier. Kaufen. Ah. Da ist das Problem. Okay. Ja. Gucken wir, ob wir noch mehr Fasern kriegen. Wir müssen mehr Erz abbauen. Mehr Erz abbauen, genau. Dann machen wir das doch, dann fahren wir. Ja, aber warte. Sollen wir dann erst in die Stadt? Ja, ja. Vielleicht kriegen wir jetzt noch unsere zwei. Ja, grün hier. Tomaten liefern. Und Mais liefern. Katsching. Schindeln. Gut. Und der nächste Kram ist dann morgen wieder. Okay. Ja. Nein. Achso, du willst. Dann fangen wir doch da oben an. Genau. Ah, guck mal. Sind die Haselnüsse fertig? Ja. Ah, ich vergaß, dass ich die ja nicht. Ah, jetzt brauchen wir wieder Dünger. Boah, warum braucht der jetzt blöd. Kaufen. Dünger. Bye. Ich
glaube, es hakt kein anderer braunbrauner Dünger. Doch. Die Orange hat wieder Dünger gebraucht. Kranker Bann. Das ist gerade aufgeploppt. Nee, ich glaube nicht. Häng dich mal mehr an. Ja, dass da mehr als sonst rauskommt, ne? Kommt ja schon jedes Mal eins raus. Das ist doch gar nicht so schlecht. Braune? 20. Da brauchen wir gar nicht zu klopfen, oder? Ja, ja, manchmal kommt dann auch Eisen raus. Tatsächlich ist das auch aufgeploppt eben. Noch ein Eisen. Jetzt haben wir schon 11. 11 Eisen. Gold gefunden. Ja. Oder zumindest. Ich tue halt auch was. Ja, natürlich tust du was. Du stehst ja nicht die ganze Zeit rum und. Weiß nicht. Machst nix. Hör sogar mit. Ja, ich sehe es. Ich versuche mit meinem Riesenschädel da. Ich will auch mal was sammeln. Ich hab schon gar nichts gesagt. Nein, du kannst dich nicht beamen. Nee, ich kann mich nicht beamen, ne? Bitch, bitch. Ah, jetzt kann ich aber noch gucken, was dann oben in der Rose drin ist. Da, Stadt. Oder Hof. Hof. Also wie viel haben wir denn jetzt? Eisenerz? 17. Und wir haben noch kein Tierfutter gekauft. Stimmt. Dann gehen wir doch mal auf die Shepherds Farm. Ach, da müssen wir dann. Dann können wir auch, glaube ich, kannst du auch Tierfutter kaufen hier. Hey. Das sind Saatenstückchen. Ach, das ist das Rezept, wie man aus Saaten dann Stückchen machen kann. Was? Glück, der Apfel ist wieder. Welcher? Im PC. Das klang ja richtig toll. Ja. Sag mal dann. Gucken aus Löwenzahnstückchen. Ja. Wir haben ja gerade einen Haufen Löwenzahn eingesammelt. Ja, ja. Okay. Mal gucken, ob wir da noch mehr Stückchen machen können. Du musst mir sagen, wenn du da noch was einsammelst. Alter! Dann gehen wir nochmal zurück. Ob das jetzt noch da liegen würde? Ja, natürlich. Nein.
Ich dachte, wir suchen ja auch zwischendurch Fasern, Mann. Ja, natürlich waren da Fasern. Weiß ich doch nicht. Ja, siehste? Ja, 700 Stückchen, damit können wir garantiert jetzt. Und wie viel kriegen wir? 24. Und dann kriegen wir noch für Kleintier, oder? Ne, ich kann noch mal. Es kommen halt immer nur irgendwie. Ich dachte, damit du die Klein. Was? Was? Kleintierfutter haben wir. Ja, gut. Da kommen jetzt 16 raus. Genug für zu viel. Ja, da müssen wir halt. Verfüttern. Hatten die schon was zu essen? Nee, deswegen ist uns ja aufgefallen, dass wir keins haben. Und wie viel kriegen die zu essen? Immer eins. Gut. Und was ist mit dem Schaf? Das hat noch gegessen. Das hat noch. Ja, ist ja gut. Wir könnten gucken, ob wir schnell noch auf die Maulwurfsinsel gehen. Weil da gibt's auch noch Erz. Dann kriegen wir da das letzten 3 Erz auf jeden Fall. Der Wald. Ja. Hier ist eine Kiste. Ja. Und Picknickkorb. Ein goldenes Geschenk. Und 2 blaue Geschenke. Und 5 rote Geschenke. Da können wir ja jetzt richtig Beziehungen starten. Gut, dann können wir doch am nächsten Tag auf jeden Fall uns die Axt holen. Ah, da hinten sind noch Fasern. Oder nur Kleeblätter. Wow. 14 Fasern. Okay.
rum. Läuft alles schon. Ah. Kleeblatt. Bitter. Ui. Ja, Entschuldigung, dass ich so ein dummes Zeugs babbel. Ah, das hat mir da nicht funktioniert. Hallo erstmal. Fische mir bitte mal ein paar Barsche. Aber sag bloß Benny nichts davon. Okay. Haben wir schon 5 Barsche? Weiß ich doch nicht. Gucken wir doch mal nach. Barsch. Ein Barsch haben wir. Okay. Ein Kiester. So. Ja, das war im Oberlehrer gemacht. Und weil es am Tag vorher gegossen hat, genau. Geregnet hat. Was ist da gießen? Manchmal. Manchmal bist du auch schwer vom Begriff, ne? Ja, definitiv. So wie man es kennt. Nach dem Motto: Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich tun wollte. Jetzt stehe ich hier mitten auf dem Feld und weiß aber nicht, was ich mache. Was haben wir denn sonst noch an Saat? Ja. Nochmal ein Kürbis. Da haben wir noch eine Erdbeere. Bärlauch. Da machen wir nochmal. So. So. Okay, so. Du kriegst was zu futtern. Haben wir nur noch eins. Machen wir doch nochmal Kleintierfutter. Ja. Wieder. Ja, wir haben ja aber jetzt. Ja, gesagt. Du wolltest ja kein Kleintierfutter machen. Ja, ihr seid alle versorgt. Bing. Du auch. Bitteschön. Also. Ob du Barsche fangen kannst? Meinst du, dass ich hier Barsche fangen kann? Ja, ja, natürlich kann ich Barsche fangen, aber ich kann es mal probieren. Yay, ein Barsch, halte. Ein Barsch. Ach, guck mal, wir haben jetzt auch Kirschen. Mhm. Muss ich jetzt gleich noch einsammeln. Fels. Den Kirschen. Hurra. Sind sogar schon auch wieder Äpfel frisch. Der braucht jetzt schon wieder... Habe ich keinen. Muss ich nachher kaufen. Ah, komm her, Fisch. Ein Barsch. Kein Barsch. Komm, noch ein Barsch.
Na dann lass uns doch jetzt mal die Axt verbessern, oder? Genau. Da können wir ja dann auch noch Barsche angeln. Ich kann ich noch nicht. Cha-ching! Gut. Yay! Mal schon 3 Barsche. Das ist nix. Was für den Fisch. Wenn man es danach irgendwie darauf anlegt. Eigentlich noch mehr. Siehst du? Anbautoken. Weiß ich nicht, was das für ein Fisch war. Wie viel brauchen wir? 5? 5 Barsche, ja. Da ist noch einer. Jetzt haben wir 4. So. Hey du. Hey, was gibt's? Da. Du wolltest Fisch haben. Ah, die Fische, sehr gut. Also, wo ist Benny? Oh, Dünger haben wir bekommen. Brauchen wir keinen kaufen. Was ist denn mit Sams Motor? Aha, Level Up. Hast du gesehen? Sams Motor? Kannst du mit ihr reden? Nochmal reden? Hey, was gibt's? Sams Motor. Über das Magazin. Endlich meine Zeitschrift. Ach, die war irgendwo gelegen oder sowas, ja, ne? Die haben wir doch gefunden. Ich weiß, dass ich hier ein paar Notizen gemacht habe. Ah, hier. Aha, ja, natürlich. Eine gute Neuigkeit. Ich weiß nun, wie ich es reparieren kann. Eine Frage, warum willst du unbedingt diesen Motor reparieren? Was? Das war der erste echte Motor, den ich selbst gebaut habe. Da war ich gerade 14. Cool. Jetzt bin ich 16. Jetzt bin ich 14,5. Dein Großvater hat diesen Traktor sogar eine Weile benutzt. Der Motor brüllte jedes Mal wie ein Löwe, wenn er ihn einschaltete. Bravo. Eieiei. Ja, da kommt das erste. Ich, was? Wie auch immer, ich gebe keinen Motor auf.
Ich möchte auch das Brüllen hören. Kann ich noch etwas tun, um zu helfen? In der Tat. Ja. Ich habe keine Schrauben mehr. Okay, warte hier. Ich besorge welche. Wie viele Schrauben willst du? Ich brauche diese Schrauben dringend für meinen Motor. Hast du sie dabei? Wow. Die sieben, die du haben willst, haben wir definitiv dabei. Cool, gib mir einen Moment. Sei bereit, das Brüllen des mächtigen Motors zu hören. Miau. Jetzt. Miau. Ich sag dir jetzt. Miau. Flix, das funktioniert nicht. Was ist mit dem Schrauben hier? Ja. Du Volldrottel. Kann ich sonst noch etwas tun? Die nächste Ausgabe hilft mir gewiss bei der Suche nach weiteren Ideen. Aber es dauert noch etwas, bis Rita sie hat. Mhm. Bis dahin, vielleicht wenn ich das hier bewege oder vielleicht dieses Stück anders verbinde oder... Ich lass dich mal in Ruhe arbeiten. Okay. Geht man irgendwie in eine Beziehung mit irgendjemandem auch ein? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wenn du hoch genug Ruf hast, sozusagen. Alter, da ist ja gar nichts. Gar alles nix. Weg. Nee, Lila. Lila können wir schon mal liefern. Ach so, Lila. Ja, okay. Das Lila können wir auch liefern. Und das Grüne können wir liefern. Und alles weg. Klar, das gibt Geld, aber... Den Fisch will ich aufheben. Ja, dann gucken wir mal, ob am nächsten Tag vielleicht. So, Oma, und morgen ist Zahltag. So, was fehlt uns denn noch? Fasern. Fasernmäßig. Keine Ahnung. Immer noch 8. Okay, dann müssen wir halt sammeln gehen. Sollen wir nicht zu Rita mal gehen? Ob die schon die nächste Ausgabe hat. Hi, wie geht's? Der Knüller des Tages über die Jagd nach Nachrichten. Woran arbeitest du, Rita? Ich bin gerade dabei, ein paar Ideen zu sammeln. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, ich bin die Chefreporterin von Brandheiße Kastanie, unserer Lokalzeitung. Ich jage gerade nach einer neuen Geschichte, aber ich habe noch nichts Konkretes. Der beste Ort, um hier Klatsch zu bekommen, ist natürlich der Markt von Mathilda. Er ist immer voll und Leute haben immer Informationen. Außerdem hat Mathilda ein unnatürlich ausgezeichnetes Gehör. Im Gegensatz zum Erinnerungsvermögen, aber sie schnappt immer interessante Dinge auf. Natürlich können wir nicht einfach so auftauchen und nach Klatsch fragen. Es muss natürlich ins Gespräch einfließen. Wir? Nun, du wirst mir gewiss helfen wollen, nicht wahr? Ich kann immer gut einen Komplizen gebrauchen. Wir sollten dem Markt etwas Zeit widmen und Mathilda bei den Aufträgen helfen. Auf diese Weise wird es viel einfacher, Klatsch aus ihr rauszubekommen. Okay. Plöng, plöng, plöng. Ey, einfach so durchs Gebüsch gerannt? Wer, du? Nein, sie? Ja, und? Aber wir müssen erst mal Aufträge machen. Oder, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe? Ja, wir haben ja schon Auftrag. Warte mal, vielleicht... Nun, Sascha, was kann ich heute für dich tun? Schön, dass du in letzter Zeit so aktiv auf dem Markt bist. Du bist so ein Schatz. Dankeschön. Schön, dass du in letzter Zeit mehr kriegst und nicht aus mir raus, du kleine Tomate. Okay, ist ja gut. Es tut mir leid. So, dann gehen wir bei den Shepherds vorbei und gucken, was da an Fasern rumliegt. Da, Faser. Wenn überhaupt. Wenn wir uns immer alles selber irgendwie zusammensuchen müssen. Aber kannst du nicht jetzt Hartholz machen?
Aber nicht von denen. Das müssen ja, ja die anderen. Das müssen ja dann die anderen Sachen sein, aber. Ja, im Wald gibt's hier auch. Hier oben. Das hier zum Beispiel. Da, ein Hartholz. Weißt du noch, wie viel wir für den Brunnen brauchten? 8 oder sowas, ne? Ich glaube schon. Nimm lieber mal eins mehr und so. Ja, wenn Hartholz da ist, da ist dann Hartholz. So, dann gucken wir hier mal, ob wir hier noch Fasern finden. Ich hab schon gleich keine Energie mehr hier. Das ist das dumme Barsche Angeln von vorhin. Willst du jetzt gar gucken wegen dem Brunnen? Ja, können wir machen. Dafür solltest du ja keine Energie brauchen. Ja. Ja. So. Jetzt. Soll ich das nicht lieber einsammeln? Ja, mach du mal. Du hast nur noch... ein Pixel. Null. Nada. Im Arsch. Po. Okay, dann machen wir den Kram dann halt am nächsten Tag. Okay, dann nach Hause. So wird es wohl sein. Hoffe, dass wir jetzt dann irgendwas als Auftrag kriegen, wo wir nicht den ganzen Tag angeln müssen. Und ich nicht so aussehe jeden Abend. So. Hallo. Ja, ja, was haben wir denn? Und hat schon zwei Thunfisch. Thunfisch gibt's nur aus der Dös. Gibt's ja. Nicht nur aus der Dös. Aus der Dös. Dös. Soll ich mal gucken? Okay, dann machen wir erstmal den. Kannst eine sammeln. Und dann gießen hier. Ja, ne? Manchmal brauchen die Sachen halt einfach lange. Da, komm, Karotten. Jetzt ja. Mal. Gucken wir mal, ob wir Fasern finden. Bitte ich die beiden hier mal. Soll ich mich eigentlich aufleveln oder so? Achso, kann ich mal gucken, ja. Dann
Schauen wir doch mal nach, ob wir dich aufleveln können. Ja. Richtig. Dating. Kann man das gleich nochmal machen? Keine Ahnung. Was brauchen wir denn dafür? Wieder so viel. Wir haben nur 161. Brauchen wir noch ein paar. Aber das macht ja nichts. Kleeblatt. Mu. Bitteschön. So. Dann mal weiter Fasern suchen. In die Stadt? So, ja klar. Wir können direkt in die Stadt. Und auf dem Rückweg tun wir Faser sammeln oder so. So, dann gucken wir doch mal. Ah, guck mal, grün. Grün. Und blau. Blau. Und dieses blau. Grün. Grün. Und das lila. Und das lila. Haben wir irgendwas, wo wir... Also die Fische würde ich alle... Alle mal behalten, ne? Ja, also alle neu laden. Dann... Schub, schub, schub. Und bei dem einen vorbei und den Thunfisch abgeben. Ja. Außerdem können wir, glaube ich, nachher mit denen reden, ne? Mit der Mathilda wegen den... Ja, genau. Wegen dem Klatsch und Tratsch. Brauchst du was? Da, hier. Bitteschön. Gerade so die zwei Thunfisch haben wir. Jawohl, das ist ein ganz feiner Brocken. Katsching. Yay! Das Bautoken. Bautoken. Denke ich. Ja, nimm mal Bautoken. Den kannst du am liebsten knuddeln, ne? Ja, den Bautoken knuddeln wir. Sollen wir noch rumgucken wegen Fasern? Was ist denn los? Nix. Dass man nicht einfach auf die Karte gehen kann und dann, hey, will ich hin. Genau, ja. Schnell reisen. Mehr Reddish. Dann können wir da eigentlich nochmal bei der... Tatsächlich hier... Ah, jetzt hat die auch ein Herzchen. Hallo, was kann ich heute für dich tun? Hey Rita, Sascha, du bist heute besonders fleißig mit den Aufträgen, danke. Gern geschehen, heute sind aber auch viele Leute hier. Hey Mathilda, dein Markt brummt vor Aktivität. Irgendwelche Neuigkeiten? Ach, das Übliche, das Übliche. Connor war vor einer Weile da und hat sich ein bisschen komisch verhalten. Aha, wieso? Ich weiß nicht so genau. Hat irgendwas von einem Kaninchen gebrabbelt? Oder etwas mit einem Faunkaninchen? Keine Ahnung. Das sind zwei völlig unterschiedliche Tiere, Mathilda. Was ist mit Benny? Ich habe ihn neulich hier gesehen. Was treibt er so?
Ach, Benny ist so ein guter Junge. Allerdings hat er sich mit Sam gestritten und beschuldigt, sie ihn bestohlen zu haben. Das ist ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Was hat sie denn gestohlen? Was war das gleich? Das Ende? Bitte was? Ja, ich erinnere mich. Sam hat Benny hat das Ende der Serie verraten, die er gerade geschaut hat. Gott, sie hat gespoilert. Alles klar. Noch etwas anderes? Naja. Alle reden über die Rettung von Levi nach dem Sturm. Sie schwärmen von dem Helden. Und wer ist das wohl? Manche Leute meinen Nathan, der Levis Wunden geheilt hat. Es gibt ja hier auch sonst keinen, den man Helden nennen kann. Weißt? Einige sagen, alle Carpenters sind die Helden. Sie haben alles gegeben, um den Shepherd zu helfen. Aber die meisten reden über nun dich, Sascha. Und deine Augenbrauen. Dass sie nicht zu deiner Haarfarbe passen. Sehr interessant, Mathilda. Vielen Dank. Hoch. Ich muss mich mal wieder um meine Kunden kümmern. Bis später, ihr Lieben. Tschüss. Ich bin neugierig, Sascha. Wer ist deiner Meinung nach der Held in der Geschichte von Livis Rettung? Ich. Nur ich. Ernsthaft? Ich. Nathan hat halt die Medizin gehabt, ne? Ja. Ja, komm, mach den Nathan. Er hat sich wirklich für Levi eingesetzt. Wegen ihm gab es ein glückliches Ende. Ha, das wird sein Ego sicherlich stärken. Als nächstes möchte ich gern mit Nathan reden. Ich bekomme viel zu selten Aussagen von ihm. Alter, interessiert mich das? Nein. Oh, hallo, kann ich etwas für dich tun? Knörder des Tages. Welchem Umstand verdanke ich das Vergnügen, Sascha? Ich helfe Rita bei einer ihrer Geschichten. Hallo, Nathan. Oha, sei vorsichtig damit. Du weißt nie, wo die Informationen, die du Rita mitteilst, landen werden. Hey, ja, Sascha, keine Angst ein. Ich bin sehr zuverlässig. Es macht mir nichts aus, zu helfen. Es macht Spaß, durch die Stadt zu gehen, mit Leuten zu reden. Ich würde mich sonst ziemlich langweilen. Das ist nicht eine attraktive Sache. Das ist nicht eine so... Nein, damit... Na. Okay, es macht Spaß. Oder ist... Ja, nicht wahr? Ich wusste, du würdest mich verstehen. Zurück zur Sache. Nathan, bitte hilf mir hierbei. Ich schreibe über die Rettung von Levi. Manche Leute behaupten, du bist der Held dahinter. Ach, überhaupt nicht. Ich habe nur meinen Job als Arzt gemacht. Ehrlich gesagt, schon wünschte ich, ich hätte früher da sein können. Ach, tu nicht so bescheiden, nur weil wir vor Sascha stehen. Gestehe, du bist ein Held! Mach schon! Was bist du da? Der ja, genau. Oberster König. Ja, ne? Preiset mich, ich Held dieses Dorfs. Du bist auch hell am Strahlen. Ja. Bin der hellere von uns beiden. Ja, ich bin ja nur neidisch. So, komm schon, geh nach oben und gib zu, dass du ein Held bist. Sehr lustig, Rita. Ich versuch's. Danke für deine Kooperation, Nathan. Tschüssi. Und was nun? Nun, die Geschichte ist fertig. Aber bevor ich einen Artikel drucke, zeige ich ihn gerne meiner guten Freundin Lydia. Sie ist eine unersättliche Leserin und ich höre gerne ihre Meinung. Du scheinst mit den meisten Leuten in der Stadt gut befreundet zu sein. Nun, ich liebe es, mit Menschen zu sprechen. Es gehört zum Spaß des Lebens, wie unterschiedlich wir alle sind.
Und viele Freunde zu haben, hilft auch dem Job, wie du sicherlich verstehst, oder? Aber zurück zu Lydia. Ich mag es nicht, eine Freundin mit leeren Händen zu besuchen. Könntest du mir helfen und etwas besorgen, was wir Lydia mitbringen können? Hm. Nichts Besonderes. Wie wär's mit einem Fruchtjoghurt? Den mag sie. Du kannst mich dann auf der Shepherd Farm treffen. Shepherd gleich hier. Joghurt. Ja, jetzt müssen wir selber einen Joghurt der herstellen. Der heilige Joghurt, oder was? Mach mal Frucht. Moment. Können wir den selber oder müssen wir den irgendwie kaufen hierbei? Du meinst, dass wir hier das Rezept noch brauchen? Ja. Gucken wir lieber vorher nach. Das ist Fruchtjoghurt. Hat sie nicht Fruchtjoghurt gesagt? Ja. Dann kaufen wir den besser. Ja. Bevor wir mit leeren Händen... Warte mal, dann können wir doch bestimmt gucken. Rezept... Ist der hier mit drin? Ja. Ah, cool. Oh, wir haben sogar selber alles machen können. Ach, ich scheiß drauf. Nein, wir brauchen das Rezept, damit wir ihn selber machen Ach können. Ach so. Wir hätten eigentlich mit dem Alpaka gehen können. Ja. Warte. Puh. Halt nur eine Faser, aber... Immerhin, eine Stück. Faser. Bringt uns eine Faser näher an... Das Alpaka. Laufe ich einfach so am Haus vorbei. Na, du hast ja keine Hobbys. So, nee, da müssen wir das machen. Ja. Eins, oder? Brauchen wir ja. Aber ja, nicht übertreiben. Bling. Los! Ja, Lydia wartet, die müssen wir vollpuppen. Mit Geschenk? Warte, Moment, erstmal. Ach so, nee, hier gibt's ja nichts. Hier waren wir ja schon. Ah, warte mal, wir haben doch Dings bekommen. Die Sam war doch so nett und hat uns. Sam. Ja. Hi, wie geht's? Hi, wie war, warum will ich denn immer, wie geht's? Tja. Was gibt's Neues? Ich bin froh, dass du hier bist. Hast du das Essen? Hast du die Ware? Ein Fruchtgehör, bitteschön. Sieht lecker aus, vielen Dank. Oh, scheiße, du musst nochmal einmachen. Jetzt können wir den Bericht Lydia vorlesen, während wir etwas essen. Hä? Ich dachte, sie soll den Scheiß essen. Ja, ne? Da. Der Fruchtjoghurt war nicht für... Lydia. Wer also war wirklich die tapfere Seele, die den armen kleinen Levi nach dem verheerenden Sturm gerettet hat? Viele Namen sind im Umlauf, aber einer sticht heraus. Nathan Galen, unser guter Stadtarzt. Obwohl er den Titel abgelehnt und behauptet, er sei kein Held. Er sei kein Arzt. Ich bin gar kein Arzt. Ich bin der Stadtdoktor, aber ich bin kein Arzt. Aber eines ist sicher, es war eine bewundernswerte Tat in einem schrecklichen, katastrophalen Moment. Was denkst du, Lydia? Es ist wundervoll. Du kannst so wunderbar mit Worten umgehen. Und Nathan ist definitiv ein Held, auch wenn er es nicht zulassen will. Ich freue mich sehr, dass es dir gefällt, meine Liebe. Weißt du solltest Nathan, mich und die anderen wirklich mal abends zum Petit Four, wie auch immer, begleiten. Es macht immer so viel Spaß. Falls du wegen Sam nicht gehen möchtest, sie ist nicht immer dabei. Was? Sam ist eine liebenswerte Person, es geht nicht um sie. Was denn dann? Ich würde gerne dabei sein, aber du weißt, wie beschäftigt ich bin. Ich war den ganzen Tag beschäftigt und dennoch ist noch so viel zu tun. War schön, mit euch beiden zu sprechen, wie immer, aber ich muss gehen. Tschüss. Dorthin, wo mich meine Füße hintragen. Bis bald, Lydia. Bis bald, Lydia. Lydia ist so eine bewundernswerte Person.
Sie widmet jedem so viel von sich selbst, verlangt aber nie etwas zurück. Ja, klar, ganz ehrlich, du hast mit der noch nicht geredet. Die wollte Kissen machen, weißt du, von wem sie die Federn gewollte? Unter! Und dennoch bleibt sie so, sie trotz all ihrer Probleme optimistisch. Huch, Volltreffer, Sascha. Was meinst du? Meine nächste Geschichte. Ich schreibe über Lydia und zeige, wie viel sie für unsere Gemeinschaft leistet. Ich sollte gehen, aber danke für deine Hilfe heute. Es hat viel, viel Spaß gemacht. Es ist gut, dich in der Nähe zu haben. Hm? Yeah. So, komm, können wir jetzt mit Lydia mal ein bisschen plaudern und der ein paar Geschenke. Sie mag doch. Ach komm, sie kriegt ein goldenes Geschenk. Ja. Das ist aber lieb von dir. Komm, da geht noch was. Nein, wieso können wir hier nicht noch mehr gehen? Weil du wahrscheinlich eins nur am Tag gehen kannst. Und kann man mit ihr noch was reden? Ja, klar. Sascha, schön, dich hier zu sehen. Okay, das war's. Ja, nachdem Nathan der Held ist, bist du... Bin ich unten durch, ne? Jetzt will sie halt nur was von Nathan wissen. Ich wollte halt nicht, dass wir dann so als... Ja. Als Obermacker hier dingsen wollen, dass... Ich bin doch eigentlich der Held. Da war doch im Ausrufezeichen da. Eigentlich bist du der Held. Das Eichhörnchen, schon, ja. Ja, eigentlich schon. Du sammelst die ganzen Sachen. Ja, guck, ich koche auch. Ja. So. Zwischendurch mal vor Wut, aber ansonsten alles tut die. So, was gucken wir denn jetzt? Was machen wir denn? Wir brauchen eigentlich Fasan brauchen wir. Wir brauchen Fasan, okay. Dann lass uns mal Fasan suchen, finden. Keine. Wenn wir jemals Fasan bekommen. Ja. Hoff's. Also, dachte, das wäre was anderes zum Einsammeln. Beiß dir gleich in die Hand, ne? Nur weil ich einen Pilz einsammle? Ja. War dein Pilz? Ja. Dann. Fasern. Wenn du das so sagst, dann funktioniert das nicht. Ja, ne? Du sollst es einfach links liegen lassen. Und dann macht's auch nichts. Wenn dann nur ein Kleeblatt rauskommt, ne? Alter, sind wir... Ja, oh, ja, mein Gott, übertreib mal nicht mit deiner Heldenhaftigkeit. Ja, ich muss... Rumpel, rumpel. Ja, so ist es besser. Definitiv. Ja, das reicht schon. Vorhin war hier so bewölkt. Von wegen Unwetterwarnung und jetzt. Da die Lichtgestalt. So, dann können wir mal gucken, ob wir noch oben in den Bergen noch ein bisschen Fasern finden. Mitten in der Nacht. Ja. Ob man da irgendwas finden würde. Ja, Entschuldigung. Na, die Alpakas schlafen alle schon. Ja, musste gießen, ne?
Ach ja. Ja, du warst ja mit dem anderen Pilz beschäftigt, deswegen konnte ich das doch einfach einsammeln hier. Du ziehst das jetzt durch, nix hier, da mit nach Hause. Eigentlich müsste man mit dem Alpaka nach Hause, ne? Ja. Das ist voll Weichei. Was denn? Wieso? Du verlierst Z. Ich verliere Z? Na, muss man drauf achten. Sicher, dass tatsächlich. Ich verliere Z. Du läufst Z. aus. Steht auf ihrem Wecker auch Z. Ja. Vielleicht ist die Zeit abgelaufen. Mal gucken, wo wir dann enden. Natürlich werde ich hier immer mit reingezogen. Ich kann ja nicht meine Fasern. Ja, dann. Okay, wenn es ja eh keine Fasern gab. Dahin. Spät, ich soll nach Hause gehen und schlafen. Dann. Ja, ich bin zu Hause und schlafe. So, guck. So. Sind wir jetzt auch eigentlich mal wach? Immer. Hallöchen, Nachbar. Fünf Holz wollte er haben. Wieso sollten wir die Briefe auch lesen? Hast recht. Ja. Wie viele Fasern haben wir denn jetzt? Moment. Das heißt, wir können tatsächlich unseren Stall erweitern, ja. Dann wieder mal Tierfutter machen. Nee, wir haben genug. Außerdem haben wir sonst keinen Platz dafür. Nein. Ja, was rennst du denn da rum? Schaf ist Level 4. Mäh. Ist aufgestiegen. Wie süß. So. Schub, schub, schub. Und. Schaboing. Jetzt können wir eigentlich mit Opa reden. So, Opa. Nieder, Sascha. So flauschig. Gut gemacht. Ich bin sicher, deinen. Neuer Alpaka-Freund wird es da gut haben. Hier, pass gut auf das Kleine auf für mich. Wow, es ist so flauschig. Wenn es erwachsen ist, kann es Alpaka-Vlies für dich produzieren.
das ist toll für extra kuschelige Socken. Und Jacob bot an, bei der Alpaka-Zucht mitzuhelfen. Also schau ab und zu in seinem Laden vorbei. Ja. Danke, ich wollte schon immer ein ganz eigenes flauschiges Alpaka haben. Du solltest ihm auch noch einen richtigen Namen geben. Dann lass ich dich mal machen. Besuch mich bald mal wieder. Oh, ist das süß. Das heißt Flauschi. Flauschi? Flauschi. Flauschi, Mauschi. Nee, Mann. Pling. Und Level Up. Vielleicht diesmal an Bau, oder? Ja, jetzt haben wir, glaube ich, von zwei, jeweils zwei wieder. Oh, wie süß! Was will das denn? Also im Moment noch Flasche. Da kriegt es extra Flasche. Ja, mach die extra Flasche. Tschatsching! So, was wollen wir? Achso, Äste abgeben bei. Wer wollte die denn? Dingens, ne? Äste. Äste. Owen braucht Äste. Dann gehen wir mal zu Owen und bringen ihm mal 5 Äste. Und dann müssen wir nochmal mit Opa reden? Ja, dann sollen wir wieder mit Opa reden. Der sagt dann, was er als nächstes haben will. Lass ich mal seinen Scheiß selber suchen. Solarzellen aufs Dach oder so. So, Owen? Hey. Na, Hallöchen, was machst du? Unterstützung. Hey Owen, ich hab alles dabei, wonach du gefragt hast. Klasse, das ist genau die Länge, die ich gebrauchen kann. Vielen Dank. Bitteschön. Ja, aber er hat noch was anderes. Über eine geheime Überraschung. Ah. Hey Sascha, kannst du mir einen Gefallen tun und mir mit einer romantischen Überraschung helfen? Oh, eine Überraschung. Klatsch. Psst, nicht so laut. Amelia könnte uns hören. Ich möchte sie mit einem romantischen Picknick überraschen, aber meine Kinder kann ich dafür nicht um Hilfe bitten. Benny ist trotz all seiner guten Absichten nicht gut darin, diese Art von Geheimnisse zu bewahren. Und Sam ist ein Profi darin, Romantik zu zerstören, sobald sie auch nur einen Hauch davon riecht. Ein romantisches Picknick? Ist so eine schöne Idee. Entschuldigung. Ein romantisches Picknick ist so eine schöne Idee. Gibt es einen besonderen Anlass dafür? Nein, dafür braucht es keinen besonderen Anlass. Ich genieße jede Zeit mit meiner wundervollen Frau. Sie lächelt immer auf besondere Weise, wenn ich sie überrasche. Und das Geheimnis für romantische Überraschungen liegt in den Details. Ich brauche auf jeden Fall Blumen. Mein Großvater hat stets den besten und größten Löwenzahn geerntet, den ich je gesehen habe. Glaubst du, du könntest Löwenzahn für mich ernten? Klar. Ah, wie viel willst du denn haben? Wow, schon zurück? Du weißt schon. Genau die 6, ja, die wir dann haben. Los. Tschatsching. Wunderbar, danke. Der erste Blumenschrauf, den ich Amelien geschenkt habe, bestand übrigens hauptsächlich aus Löwenzahn. Das ist schon einige Jahre her. Sie studierte damals in der Großstadt. Löwenzahn konnte natürlich nicht mit all den exotischen Blumen mithalten, die man in der Großstadt kaufen kann. Aber sie wirkte überglücklich und ihre Augen haben so wunderschön geleuchtet. Mich macht es glücklich, dieses Leuchten zu sehen, vor allem, wenn ich der Auslöser dafür bin. Wow, sie hat wirklich Glück, einen so romantischen Mann zu haben. Du willst auch so einen romantischen Mann, ne? Ja. Haha, sonst bin ich immer der das Glück mit ihrer Frau... Der das Glück mit ihr als Frau hat. Jeder hat seine guten und schlechten Eigenschaften. Kannst du bitte diese Einladung zu Amelia bringen? Das gibt dem Ganzen einen mysteriösen Hauch. Oh. Und es wäre super lieb, wenn du mir danach die Holzscheite zum Wald bringen könntest. Ich möchte ein Lagerfeuer machen. Im Wald. Okay. Machen für eine kuschelige Atmosphäre und um es warm zu halten. Weißt du, wie wär's, wenn du deinen Scheiß hier mal selber machen würdest, du Kleiner? Der hat doch keine Zeit, außerdem fällt das auf. Weißt du, wenn seine Frau fragt, wo willst du denn mit den Holzscheiten hin? Ein Wald, da mache ich jetzt ein Lagerfeuer für uns, das ist ein Picknick.
Ja, das geht dich einen Scheißdreck an. Hoffentlich nicht. Alles muss perfekt sein. Ich gehe dann schon mal in den Wald, um alles vorzubereiten. So, okay, dann geben wir ihr mal schnell die... Hallo. Achso, nee, du bist es. Du musst doch... Hallo, was kann ich heute für dich tun? Ein Hauch Romantik. Ich hab hier etwas für dich, Amelia. Eine Einladung? Wie aufregend. Ach, Owen, er ist immer so süß. Ich frag mich, was er diesmal vorbereitet hat. Ich mach mich besser fertig für das Date. Danke, dass du mir die Einladung gebracht hast, Sascha. Gut. Tschüss. Vier Holzscheite braucht Owen. Haben wir vielleicht noch vier? Wir haben vier. Oh, Gott sei Dank. Wir können also direkt in den Wald. Dann machen wir die noch glücklich. Oh, die Frage ist, wo ist er? Ich glaube, ist der da oben vielleicht? Ja, ich glaube, das ist dann... Oder wir... Er könnte hier... Ah, guck mal, hier oben. Habe ich mir doch schon fast gedacht. Jo. Direkt an der Tanne, weißt du? Mhm. Sascha, schön, dich zu sehen. Kann ich dir helfen? Also, hast du Alzheimer? Hast du die Holzscheite für das Feuer dabei? Jo. Vielen Dank. Jetzt habe ich alles, was ich für das perfekte Date brauche. Geht okay. Und wir dürfen jetzt zugucken. Was denkst du? Habe ich etwas vergessen? Ja, dich mal umzuziehen. Ich finde, es sieht perfekt aus. Mhm. Ohne dich hätte ich das Bleib nicht geschafft. Bleib doch hier. Jetzt. Krieg ich den du Kuss? Du hast etwas mit Sascha? Ich hätte es ahnen sollen. Und was für eine entzückende Überraschung. Wir sehen uns daheim. Amelie, ich wusste, dass du pünktlich sein wirst. Okay, dann... Okay, hast danke. Du gerade geheult? Nein. Ich hab so... Ich gehe da mal lieber. Ja, okay. Tschüss. Los. Na? Am nächsten Tag sagt man sich Amelie oder Owen so, ja, das Picknick war eigentlich ganz nett, aber Wenn da war ständig so essen. Ein... Aber da war so ein Eichhörnchen, was uns die ganze Zeit genervt hat. Im Riesenkopf. Was wollten wir denn jetzt noch machen? Zum Opa gehen. Um rauszufinden, was der eigentlich wieder haben will. Und dann können wir in die Stadt gehen. So, Opa, was hättest du denn gerne? Lass dich mal hier machen. Bevor ich... Ich brauch mehr... Brauchst mehr Wasser? Und dann kann ich ja mitgießen. Entschuldigung, dass ich dich in deinem Groove gestört habe. Eine wunderschöne Aussicht von hier oben, nicht wahr? Es ist wirklich atemberaubend und das Leben hier oben sollte jetzt auch ein bisschen angenehmer sein, oder? Oh ja, das neue Haus ist eine große Verbesserung, das kann ich dir sagen. Endlich kein Wind mehr, der in der Nacht durch den Stoff meiner Ballonunterkunft heult. Das ist gut zu hören. Nun, das alles dank dir. Ich habe es schon gesagt, aber ich bin sehr stolz. Und deine Oma wird auch stolz auf dich sein, wenn sie zurückkommt. Oma Evelyn, sie ist schon so lange weg, Opa. Ja, es fühlt sich wie Jahre an. Es sind Jahre. Als ich das letzte Mal sah, war ich ein kleines Kind. Ich erinnere mich kaum daran. Das kann nicht stimmen. Ihr beide habt doch immer zusammen gespielt. Opa, das ist schon ewig her. Ach was, das will ich nicht hören. Du klingst ja wie Owen. Oh mein Gott, ey. Ich habe immer damals gesagt... Was ich dir jetzt sage, Evelyn ist jeden Moment zurück. Und alles wird wieder nach Blumen duften.
Ich, okay, es tut mir leid, dass ich dich wütend gemacht habe. Schon gut, Sascha. Lass mich die Aussicht noch etwas länger genießen. Ja, wir bevor können ich später dir den nächsten sprechen. Stein auf den Kopf schlage. In Liebe das Eichhörnchen. Jetzt müssen wir mit Owen reden. Wieso denn? Der hat ein Date. Ja, dann warten wir bis zum nächsten Tag. Dann gehen wir erst in die Stadt. Ja, wir gehen in die Stadt und von dort aus kann man ja immer noch wieder zurück, ne? Ja, vielleicht ist er dann wieder an seiner Werkbank. Okay, also. Oma, ich hab gesagt. Ja, ne? Ich glaub, es geht los. So sollen wir das vielleicht das machen. Das liefern wir und mal und es gibt wir nichts mal. Grünes. Du bist vielleicht eine Alte. Okay. Morgen. Komm morgen wieder. Und dann wollen wir mal andere Aufträge sehen. Ja, guck mal, da ist er. Hey, Owen, kann ich dich etwas über meinen Opa fragen? Sicher, geht es ihm gut? Er scheint immer noch etwas verwirrt zu sein. Er hat aber etwas erwähnt. Er sagte immer, ihr zwei hättet euch wegen etwas bezüglich meiner Oma gestritten. Nun ja, das haben wir. Deine Großmutter ist vor vielen Jahren gegangen. Es gab keine Nachricht, seit der Kontakt zu ihr abbrach. Ich dachte, er hätte längst akzeptiert, dass sie nach all den Jahren nicht mehr zurückkommt. Aber kurz bevor er verschwand, hatten wir einen Streit darüber. Ich wollte ja nur, dass er klar darüber nachdenkt. Hat er erwähnt, warum er auf diesen Berg hinauf wollte? Nein. Und ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt dorthin wollte. Verstehe. Er hat auch etwas von Blumen erwähnt. Blumen? Ja, ein bestimmter Geruch oder so. Amelia, meine Liebe, hast du einen Moment? Was hast du diesmal kaputt gemacht? Was hast du diesmal kaputt gemacht? Oh, hallo, Sascha. Wie kann ich euch beiden helfen? Sascha sucht einen speziellen Blumengeruch, von dem Walter sprach. Vermutlich in einem Zusammenhang mit Evelyn. Du kennst dich ja mit Blumenkram aus. Klingelt da was? Ein... Aha! Ein Blumengeruch. Ja, deine Großmutter hat immer ein besonderes Parfüm getragen. Lea, Jacobs Frau, hat es für sie hergestellt. Ich erinnere mich allerdings nicht mehr, welche Blume sie verwendet hat. Hm. Das könnte es sein. Kann ich irgendwie an dieses Parfüm kommen? Sprich, besten mit Lydia. Vielleicht erinnert sie sich, dass sie damals ihrer Mutter bei der Herstellung geholfen hat. Okay, danke für die Hilfe. Ich werde mit Lydia reden. Okidoki, rede mit Lydia. Auf geht's. Hallo Sascha, wie schön dich zu sehen. Gibt es etwas, bei dem ich dir helfen kann? Ja, vielleicht. Amelia hat mich hierher geschickt. Sie hat erwähnt, dass du deine Mutter früher ein Parfüm für meine Oma hergestellt hast. Weißt du etwas darüber? Oh ja, ich erinnere mich, dass sie manchmal Parfüm für andere herstellte. Es war immer wunderbar. Das ganze Haus roch nach Blumen und Essenzen, die sie gemischt hatte. Ich habe es immer geliebt, ihr dabei zu helfen. Glaubst du, du könntest das Parfüm, das sie für meine Oma gemacht hat, nachmachen? Möglich. Was für eine spannende Idee. Ich denke, es würde Opa helfen, sich daran zu erinnern, warum er auf den Berg hochgeflogen ist und warum er da bleiben will. Geruch ist ein sehr mächtiger Sinn und stark mit Erinnerung verbunden. Dem kann ich sehr gut nachempfinden. Sag mir, was du brauchst und ich besorge dir die Zutaten. Okay, es ist toll, mal etwas so Schönes wie Parfüm herzustellen. Die meiste Zeit verbringe ich mit rein praktischer Arbeit für die Farm und Familie. Dann lass uns das zusammen machen. Ich bin sicher, das wird ein großer Spaß. Ja, okay. Ich brauche 3 Zutaten. Stern, Hyazinthen, Chilischoten und Pfirsiche. Die Zutaten haben unterschiedliche Vorbereitungszeiten. Bringen Sie am besten einzeln in der richtigen Reihenfolge zu mir. Bist du blöd in der Plane? Verstanden. Also beginnen wir mit den Sternhyazinthen.
Genau, bring mir diese Bergblumen und ich fange in der Zwischenzeit an, alles hier vorzubereiten. Okay. Haben wir nicht welche dabei? Ja, ja. 12! 12 Sternhyazinthen brauchen wir. Wie viele Sternhyazinthen haben wir denn schon? 14. Dann haben wir mal Glück gehabt. Oh, hallo, kann ich etwas für dich tun? Luft. Ich brauche, ja. Sternhyazinthen? Ja, genau, bitteschön. Klasse, damit hätte ich ja jetzt noch nicht damit gerechnet. Das war die absolute Lieblingsblume deiner Großmutter. Die ist ziemlich hübsch. Als nächstes kommen die Chilischoten. Das ist die geheime Zutat, um das Parfüm ein bisschen würzig zu machen. Okay. Wie viel? 5. Die sollten wir haben. Los. Nun, Sascha, was kann ich heute für dich tun? Ich brauche Chilischoten, weißt du? Ja. Sind Chilischoten in einem Parfüm nicht etwas komisch? Oh nein, meine Mutter hat immer gesagt, dass jedes Parfüm einen Hauch von etwas Unerwartetem braucht. Die dritte und letzte Zutat sind Pfirsiche. Und die wirst du wahrscheinlich noch nicht haben, du. Ne? Pfirsiche verleihen dem Parfüm ein wohliges Gefühl, wie eine warme Umarmung. Okay. Wie viel Pfirsiche? 10 Pfirsich. Aber wir haben noch keinen Pfirsichbaum. Wir haben noch keinen Pfirsichbaum. Müssen wir dafür noch das Dings? Ja, wahrscheinlich müssen wir den Pfirsichbaum freischalten. Bitte, bitte, bitte. Da. Und die Birne. Sollen wir die Birne auch? Haben wir gleich die Birne auch noch mehr? Die ist halt im Gebirge. Ja, und? Mir das vielleicht egal. Und was ist das auch? Pflaume? Pflaume, ja. Los. Ofen. Alles, das ist alles gut. Und Trauben. Gibt's auch. Ja, aber es ist auch im Berg. Aber jetzt, okay, aber jetzt dann müssen wir halt mal gucken. Da gibt es noch was zum... Also hier die Sachen bauen, das können wir dann irgendwann mal noch machen, wenn wir es brauchen. Ja. Ja, was denn los? Das ist doch jetzt eigentlich mit dem Alpaka fahren können, oder? Du meinst auf die... Auf unsere Farm, auf unsere oder nicht? Farm, ja, ist ja gut, entschuldige. Benutzt den Service doch einfach mal. So, wo ist denn der Pfirsichbaum? Das sind die Kirschen, das sind die Orangen. Oder ist der Pfirsichbaum auch in den Bergen? Auf dem Berg? Ja, anscheinend. Offensichtlich. Die Birne, ah, da ist der Pfirsich. Ah, Dünger. 30 Dünger, ja gut, die können wir ja hier kaufen. Achso, müssen wir unseren... Was? Was? Wir müssen unseren Dings erhöhen, damit wir dürfen, ja, können nur 24... Erhöhe. Ja. Ja. Oder? Das ist doch nur für Saat. Und Dünger. Ah, okay. Jetzt können wir 28. Können wir 32. Und wo willst du dann wieder Geld? Hm. Weißt du, der Opa geht mir langsam auf den Sack. Warte mal, wir können aber vielleicht Sachen verkaufen. Lass doch mal ein paar Sachen verkaufen. So was schon, ich krieg so eine Bluse, Mann. Noch einen Kanzen. Ja. Guck mal, die Tomaten bringen auch. Oh Mann. Da müssen wir mehr Tomaten dann wieder anpflanzen, ne? Bisschen Salat können wir auch verkaufen.
So, können wir jetzt... Gut, Entschuldigung. Damit der Pfirsich dann hier auch mal was wird. So. Unglaublich. Kapump. So, wie lange braucht er denn? 3 Tage. Ja. So, dann kann ich ja mal gucken, was in dem Fisch hier drin, in der Reuse da drin ist. Ja, wir werden niemals so eine Goppe oder Gruppe oder was auch immer finden. So, sollen wir nach Hause? Nach Hause, so und dann... Haben wir eigentlich noch Saat für Tomaten? Nein. Sollen wir dann auch nochmal Saat für Tomaten, weil die ja so viel bringen oder so? Ja, ich kann auch Kürbis. Kürbis bringt ja, glaube ich, relativ viel. Einfach mal 12 davon. Und wo sind die Tomaten? Hier sind die Tomaten. Auch 12. So. Dann können wir die nämlich noch anpflanzen. Alles anpflanzen. Tomaten. Fangen wir mit den Tomaten. Und dann hoffe ich mal, dass sich der Opa dann irgendwie dran erinnern kann, was er eigentlich tun wollte. Und dann bin ich mal gespannt, warum die Oma überhaupt gegangen ist. Bestimmt ging ihr wahrscheinlich auch mächtig gegen den Strich. Ja, die ist doch Pilotin gewesen. Oder so Abenteuerpilotin. Ja, und der war es halt so langweilig beim lieben Opa, ne? Nee, die ist also abgestürzt. Und ne? ist dann unter Umständen, die ist verschollen. Dann halt verschollen. Aber die kommt bestimmt wieder. Oder? Weiß ich. Ist er wahrscheinlich noch verheiratet wieder. Genau. Hat wahrscheinlich auch irgendwie was an die Birne gekriegt. Mit Freitag oder so. Oder mit dem Robinson Crusoe. Weil die zufällig auf derselben Insel abgestürzt ist. Was braucht denn? Was wir hier brauchen? Die 9. Bodenfläche und 2.500. Oh mein Gott, das wird ja alles so teurer. Ja, Inflation. So, ich denke mal. Zur Zeit gleich. Angel noch einen Fisch. Aber nur einen. Ja, siehst du? Ein Fisch. Ach, alles voll. Meerrettich ist voll. Da ist auch voll. Mal nochmal dann Sachen verkaufen oder sowas. Ja, auf dem Markt halt eben. Ja, aber ich denke, mehr als 10 oder sowas, wenn man dich im eigenen Inventar brauchen. So, was meinst du, noch einen Tag? Nein. Oder so? Nein? Okay. Ja, ich weiß nein, nicht. Nein, mir ist es wurscht. Nee, nein. Keinen Tag. Okay, keinen Tag mehr. Gut, aber. Ja, dann sind wir für heute hier fertig. Ja, leg dich schlafen. Ja, tu ich. Ja, dann sagen wir mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es war unterhaltsam. Haben wir viel zu tun gehabt. Zumindest für heute war es das hier. Hier geht es ja weiter am Mittwoch. Mittwoch. Da sind wir dann jetzt endlich im nächsten Teil, oder? Ja. Ja. Bei Spirits of Mystery. Genau, das 5. Ne, das müsste dann... Königreich. Achso, das 5. Ich dachte, der 5. Teil. Nein. Nein, das ist, glaube ich, der 7. oder so. Oder der 6. Ja, ist egal. Also, ja. Das 5. Königreich. Dun, dun, dun. Ansonsten, wer wissen will, was und wann wir es genau streamen, kann gerne auf unseren Twitch-Streamplan schauen. twitch.tv/Calibgurth. Da ist soweit alles hinterlegt. Es empfiehlt sich allerdings auch, auf Twitter zu folgen, @Calibgurth. Da gibt es nämlich die Infos auch. Ansonsten, YouTube haben wir auch. youtube.com/Calibgurth. Da gibt es unsere ganzen bisherigen Streams zu sehen. Wie auch viele, viele Let's Play-Videos zu der Sims-Reihe, zu Wimmelbildspielen, zu Point-and-Click-Adventuren, zu vielem mehr. Es ist ein Haufen Zeugs inzwischen. Ja, ansonsten. Wünschen wir noch einen schönen Restmontag. Habt eine gute Woche. Bleibt gesund, habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.